Und dann sowas. Ohne die Portale schaffst du das halt gar nicht. Was doof ist. Warum gibt's nicht durch Kills auch noch Zeit? Alter? Ja, kann starten. Deswegen ist es ja auch bei den Bohrer so blöd mit den oben rumlaufen, weil die Portale da überall auf der ganzen Fläche verteilt sind. Wenn du die nicht mitnimmst, dann ist das echt eine Arschkarte. Nee, die Kills geben gar keine Zeit. Diesmal. Wirklich nur die Portale. War wohl nur für letzte Woche an. Ja, letzte Woche war das wahrscheinlich einfacher, den auch für den Rattenkönig das zu holen. Ist vielleicht einfach diese Woche kacke mit dem diesmal der Denom-Strike. Wenn wir es mit der Zeit nicht schaffen, dann bewahren wir das halt auf für nächste Woche. Auch nicht so das Problem. Ja. Ich bin ja schon froh, wenn wir es überhaupt schaffen. Ja, mit Kills ist es auf jeden Fall einfacher. Wenn man gerade bei der Kabal-Quest letzte Woche dran war, da sind ja so viele Kabale. War das sicherlich echt einfacher, glaube ich. Allein wie viele Hunde da kommen, weißt du, und du für jeden Hund dann Zeit bekommst. Ja. Jetzt spawnen hier noch andere Gegner. Oh, das ist wieder Timing, ey. Hüter, wie du es angehst, liegt bei dir. Weidmanns Heil. Wir müssen ja nur die Wächs töten, oder? Nee, leider nicht. Eigentlich ja. Ist hier noch irgendwo Wächs? Ach, keiner mehr da. Ja, geht. Aber warten dafür andere Spieler, dadurch ging es schon schnell. Die können wir auch als Ablenkung nutzen. Ja. Lass mit die vorrennen, damit wir die als Ablenkung nutzen. Gleich. Das sieht aus wie ein Wechsmilchwasserfall. Können wir kurz anhalten und... Oh. Nein, können wir nicht. Haben keine Zeit. Ja, das war ein Wechsmilch. Das ist nicht gut. Was wächst mich? Da sitzt irgendwo nämlich so eine dicke Wächstante. Sitzt der irgendwo? Die wird boah, keine Geschütze rund, da. Rund um die Uhr wird die gemolken. Das ist diesmal ziemlich leicht, hier durchzukommen. Und jetzt haben wir noch 9 Minuten. Ob dann der nächste Wex-Raid in der Wex-Gebärmutter ist? Mhm. Kann man die denn bei eBay verkaufen? Keine Ahnung. Musst du Wex-Eizellen transportieren? Brauchst nicht mal kühlen, ich meine, das sind Computerchips, hallo. Oh, den Wex aktivieren. Ah. Ich geh unten links. Hey Felsey, ich weiß, du kuschelst gerade mit deinem Motherboard, aber weißt du was zum Thema Energieschilde? Ich will mal gleich down. Ja, ich hätte... Das war aber nicht ich. Da steht noch ein Portal. Vielleicht kriege ich das noch. Jo. Sauber. Solar. Ah, da kommt noch ein Taurus. Ah, was ist denn da neben mir? Ach. Das Problem sind auch die Kabale, die zwischendurch von der Kabale wieder reinheizen. Wo jetzt sind sie weg, wa? Nope, einer ist noch. Sind noch welche. Zwei noch. Hinten noch einer, aber ich hätte ein Schild und so. Und das alle weg? Nein, Minotauren zwei Stück. Ach, schöne Scheiße. Das ist den Centurio-Blutwache hier immer noch dazwischen. So, dazu.
Arthur scheint an. Jo, Arthur. Das ist gut. Und hab sie. Arkus ist das Zauberwort. Ja, Arkus sollte ich sollte vielleicht mal eine andere Waffe nehmen, weil wir haben anscheinend Lehre ein bisschen Überschuss an Arkus. Lehre aus. Als du Lehre hast. Ja. Nee, ich, muss ich gucken. Aber ja, jetzt gerade nicht. Lehre habe ich nur ein Schwert. Dann hätte ich nur ein Schwert noch anzubieten. Das kann ich schlecht verwenden. Schau dir die hier kann man gleich den Sparrow rausholen, also wenn wir jetzt nicht mehr springen müssen. Ich hau einen leeren Sniper rein. Ich hau einen leeren Sniper rein. So. Powerwaffe. Wir haben noch 10 Minuten, das ist der beste. Beste Lauf bisher. Ja. Heißt aber nicht, dass wir es schaffen. Ich bin da so eher der Pessimist. So, jetzt kann ich fahren. So, und gleich da unten, wenn wir an den Bunkern sind, die Sniper von den Dächern weg. Das sind mehrere. Ja. Die machen so viel Schaden. Und dann auch von den Dächern aus die Gegner schnell killen. Ja. Die Dächer sind durch die Deckung gegen. Hier ist auch das nächste Dings. Vor. Ich sniper auf die Sniper. Damit man dadurch hier von hier gleich vorstarten kann. Arkus. Ein weg. Oh, okay, beide Sniper tot. Ich spring durchs Tor. Ich denke an den Koloss, der da noch ist. Boah. Der macht gerade Fettschaden. Passiert aber auch weg. Ist down. Der macht keinen Fettschaden. Wir machen nicht mehr Schaden, nur wir. Das kriegst du noch oben, ne? Ja. Aber 30 Minuten. Muss ich jetzt aber fallen. Oh, das war ein Tor. Arkus ist nicht mehr an. Das krieg ich auch noch. Jawohl, hab's noch gekriegt. Müsste Lehrer an sein, oder? Keine Ahnung. Nö, schon. Sieht nach Solar aus, so viel Schaden, wie ich gerade mache. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall hat man super gut Schaden. Jetzt macht Meere. Nein, hau ab! Nicht! Nein, die Explosion von der Kiste. Wieso kommt der da raus? Ich hab den Rest gegeben. Ich bin zu dicht rangegangen, deswegen ist der Scheiße rausgekommen. Ich wollte mich eigentlich nur hinter die Wand stellen. Und wenn ich da nicht getroffen werde, kommt da rausgelaufen, der Arsch. Nur 13 Minuten. Energieblitz, Blitz, lebt mich! Oder nicht? Nee, warte, jetzt sind 2 Sekunden. Würde die. Wo bin ich jetzt? So weit weg. Bis ich beim Boss bin, ist wahrscheinlich Arkus wieder weg. So richtig nett. Leider ist gerade meine Arkus-Waffe leer. So, ich hab keine Arkus mehr. Ich hab gewechselt. Ah, ist noch ein. Ja, sauber. Weißt du, weiter. Kate steckte fest, weil er von den Vex gestohlen hat. Link oder rechts? Das nicht der Rotregion. Ich gehe links. Ich treffe lassen von den Landeswartungskugeln. Müssen wir eigentlich beide aktivieren oder nur einen? Einer. Einer reicht. Aktiv. Auf der anderen Seite Gegner nicht vergessen. Du bist ebenso deprimierend wie nutzlos. Ja, sauber. Gleich aktivieren. Wir müssen ja nur überleben und dann weiter. Leere. Ich glaube, die wollen ihren Bohrer zurück. Ich glaube, die toll. Machen wir es so. Alter. Was sind diese Typen? Boah, ich kann keinen Schaden machen, weil sie wollen mehr nicht. Dann kann ich nur am Jumpen. Oh. Einer von den dicken Down. Hunde kommen jetzt. Boah! Wow. Alter! Boah, wow. Das sind blöden Landekapseln, ey. Das war zu knapp gerade. Uiuiui.
Die Kapsel ist auf mir gelandet. Ich bleib extra da weg von den Kapseln. Okay, wir können weiter, glaube ich. Ja, wir können weiter. Überqueren. Ich bin drüben. Ich laufe einfach weiter. Ich hoffe, dass ich es schaffe, ey. Boah, wo bin ich denn hier? Boah, Alter, nee, ernsthaft? Das wird interessant. Wie weit bin ich geflogen, ey? Meine Fresse. Nebelniete, moin, hallo. Ich bin einmal komplett über den Abgrund geschubst worden von einem. Bin sowas von weggeflogen. Ich kann ihn nie wiederbeleben. Nee, musst du machst auch nicht. Ja, das ist mir auch passiert. Du bist tot. Da kannst du nichts machen. Ich hab's geschafft! Cheater, bam, Junge! Mixer. Gleich aus dem Einsatzrupp schmeißen. Ich bin auch so geflogen, ich konnte mich nicht mehr retten, weil ich mitten im Schweben war. Ja, weil du bist nicht so ein Jump'n'Run erfahrener Spieler wie ich, Mann. Das Nintendo Abstauben. Das ist echt gut, ey. Boah. Lass so. Bohre mitnehmen, am besten alle. Ja, am besten alle, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Noch sehen wir sie nicht. Doch, eins haben wir. Doch, ich hab schon eins. Bin tot. Nice. Ich hab diese Scheiße. Das ist ein Bohrer, ey. Der ist so unsympathisch. Ja, das Problem ist, du kriegst zwar hier das ein oder andere Tor, aber du fällst. Dankeschön, Nebelniete, freut mich. Du verlierst aber auch so wahnsinnig Zeit hier an dieser Stelle, weißt du? Ja. Ich meine, das ist direkt vor dem Boss. Du hast dann theoretisch jetzt noch 10 Minuten für den Boss, weil. Ja, ist trotzdem eng. Ich weiß ja nicht, ob man beim Boss irgendwo nochmal Zeit bekommt, weil das ist ja doof. Eigentlich nicht, ne? Das sah nicht so aus. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen die Tore zu kriegen, die es geht, und dann zum Boss durch. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt besser nicht. Wir versuchen jetzt noch möglichst viele und das. Alter! Warum werde ich immer hochgeschleudert? Das wollen wir die Scheiß zieh uns wieder und so, durch, ne? Gerrit? Ich bin durch. Ja. Dann geh ich zum Boss direkt. Wir werden nachgeholt. Okay. Wenn du dich einmal versprungen hast, weißt du, du siehst diesen blöden Bohrer auf dich zukommen. Das ist so scheiße, du kannst nicht mehr ausweichen. Ich darf von der Klappe hat man noch einen Strauß mit ausweichen. Und ich bin. Sauber. Und Du bist ja nicht ein Stück schwerer. Du willst schnell den Bohrer ausweichen, stellst dich so oben hin, dann willst du durchs Portal schießen und dann kommt so ein scheiß Schuss vom Zier und der schießt dich erstmal nach oben und dann knallst du doch wieder gegen den Bohrer. Solar bricht aus. Ja. Scheiß Zions, ey, mit dem neuen Hochschmeißschuss. Hauptsache, man gibt dem Gegner nichts Nerviges. Ja. So. Kann ich nämlich aus meinem Solar-Ding gerade reingehen. Der wird haarig, ey. Solar ist. Solar. Ja. Komplett auf Arkus, selbst mit meinen Fähigkeiten im Super und so. Leere. $2,000 auf die Stirn. Zwischen uns. Er muss mich schießen. Mach doch mal Arkus, du Vogel, ey. Neben euch. Wo ist er denn unten? Er ist in der Mitte. Nein, ey. Wo ist er denn jetzt? Ey, wir gehen nach unten. Ja, okay, nächster. Arkus ist gerade. Ja. Muss das gerade dieser Boss sein, ey? Das ist von allen Bossen irgendwie der schwerste, finde ich, von den Strikes. Ja, und so anfängt es hin und her zu schleudern. Er ist noch immun, ach komm, ey. Es dauert viel zu lange, diese ganzen scheiß Zwischenhöhens und Fliegen und so. Weißt du, ich meine? Naja. Warum fliege ich hier immer rum? Es wechselt die Waffen. Solar. Mach ich schon, ja. Hochspringen? Ja.
dass wir gleich Manu hier haben. Ja, ich bin schon dabei zu retten. Ja, danke. Boah. Alter, ich komm. Mein Leben, oder? Guck mal. Scheiß Warlock. Leere. Hilft mir leider nicht weiter. Ja. Ah, oh, Alter. Ich komme hier in keine Deckung rein. Das Leben aufladen könnte. Güter gefallen. No. Alter. Ja. Ah. Oh. Akkus. Ja. Kannst du nicht leben? Haut ab, Mann! Ja, komm, jetzt noch, jetzt noch eine Minute, den jetzt schnell umhauen, dann haben wir alle Quests fertig. Ja. Eine Minute? Ja, damit wir noch 6 Minuten Zeit haben. Einfach um eine Minute zu sparen. Ja. Weißt du? Ja. So oder so ähnlich. Jetzt kommt aber das Deckungsproblem. Und wenn er dann. Wenn er in seinen Rage-Modus geht, das wird hier richtig. Also. Solar. Wie gesagt, die Probe müssen wir überhaupt schaffen. Weil wenn der. Unglück kommt, haut er uns alle weg. Ja. Komm noch mal, lass mich doch mal schießen. Ich hab Solar, Kollege. Muss du mich noch mal nutzen lassen. War das nicht auf dem Kopf oder wie, ne? Ja. Nee, er geht da hundertprozentig rein. Ja. In den Modus. Okay. Dann auch. Kannst also jetzt voll geben. Leere. Ja, das nützt mir jetzt leider nichts, ich hab keine Schwere. Wenn hier eine schwere Munition ist. Kleinvieh töten. Ja, ja, schon dabei, aber. Droppen wir irgendwie schnell was. Haben Sie die mit dem Leben so? Aber ich glaube, wenn wir ihn jetzt machen, ist das auch egal. Ich wollte auch keine Schwere mehr. Akkus! Und es geht weg. Gleich hier. Ja, es geht los. Ich klatsch. Mach. Hast du Super? Nein! Schieß einfach. Meiner ich bin tot. Ich bin tot, mach ihn tot. Ja. Nicht so viel reden, einfach machen. Ja. Wenn du Bogen hast, einfach raufballern. Ey. Ich bin gleich down. Oh, herzlich, verdammt. Warte, kann ich dich wiederbeleben? 6 4 3 1 Dann mal los. Ja, wo stehe ich denn? Hm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in der Milch drin. Der hat echt nicht mehr viel. Ich komm auch rein. Das ist ja, jawoll! Sauber! Ja, 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 ja. Und Rang. Da ist sie! Bam! Exotik! Nice! Exotik pur! Aber 5 Minuten und 16! Alter! 5 Minuten! Dämmerungshype, Leute! Was gab's das denn alles? Alter Fall! 5 Minuten 16, ey! 16 Sekunden! Ich hab nur 2 Sachen bekommen irgendwie! Den Rattenkönig und eine Sache! 281 Rattenkönig! Nice! 84, Sack. Das war so knapp, ne? 5 Alter. Minuten 16. Aber wenn wir uns richtig da konzentrieren und vor was überlegen, ja. Dann klappt's. Ja. Naja, 5 Minuten 16. Gerade am Ende, so gut wie fast alle tot, ey. Ja, ich meine, guck dir die Zeit an. Vorhin, als beim ersten Mal, wo wir es nicht geschafft haben, waren wir bei 20 Minuten. 275er Brust. Nice. Ich glaube, ich habe zuletzt noch eine Waffe gekriegt, oder? Ja, eine 73er Pistole in Nebenhand.